Hallo zusammen, ich bin der Pedro von bikebox.ch. Ich stelle dir heute das neue Specialized S-Works Kinivo SL Jahrgang 2022 vor. Was kann das Velo? Das Velo kann extrem viel. Ich habe ein richtig cooles E-Mountainbike mit dem Enduro-Style. Also ich kann wirklich mit dem Velo oben runter heizen, Trails fahren, extreme Möglichkeiten, richtig viel Fahrspass, viel Fahrsicherheit und bergauf komme ich absolut locker an mit dem ganzen coolen E-Antrieb, den wir hier haben. Was ist hier alles speziell dran? Wir haben die ganze SL-Technologie von Specialized, die wir bereits von den anderen Modellen her kennen. Wir haben das hier mit dem 1.1 SL-Motor schön im Enduro, im Kenevo einbauen. Das Velo sieht von Silhouette aus, eigentlich haargenau gleich aus wie ein normales Enduro. Man sieht fast nicht, was hier noch das Motor drin ist. Sehr fein, sehr klein, kompakt bauen. Batterie, perfekt integriert im Unterrohr. 320 Wattstunden, die der Akku hat. Nicht entnehmbar für die ganze Stabilität, so also sehr leicht zum Bauen ist. Wie gesagt, der kleine, feine Motor, sehr angenehm zum Fahren. 35 Newtonmeter Drehmomente Maximalleistung. 240 Watt, etwa zweimal meine eigene Leistung. Das heisst, ich habe dort wirklich eine richtig coole Unterstützung für bergauf, für noch mehr Trails zu fahren. Und gleich habe ich ein sehr natürliches, spannendes Fahrgefühl. Was man zusätzlich machen kann, zum 320 Wattstunden Akku integriert ist, ich habe die Möglichkeit, natürlich auch hier mit dem Range Extender zu arbeiten. Das heisst, einen normalen Akku mit 160 Wattstunden, den ich perfekt installieren kann. Verbinde natürlich mit dem Kabel gegenüber und habe so nochmal wesentlich mehr Reichweite, die ich jederzeit dazufügen kann oder wieder wegnehmen. Ich kann sogar den Rucksack füllen mit solchen Gackeln. Also, ja, die Dauer des Fahrspass ist so fast unbegrenzt. Weitere Futures, die ich natürlich habe, in diesem Bereich ist das neue Mastermind TCU, also Bedienelement, das Computerli, sozusagen, das ich hier schön integriert habe. Ihr werdet die Details näher sehen. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Lenker-Remote perfekt meine Stufen einstellen. Eco, Trail, Turbo-Modus. Neu kann ich auch in Mikroschritten, in Zehnerschritten, während dem Fahren neu meine Stufen individuell anpassen. Was ich vorher nur über die App konnte, kann ich neu wirklich auch während dem Fahren machen. Das Display hat 120 verschiedene Konfigurationen für Art und Weise, was ich drinnen sehen kann. Also ich kann das auf den Fahrer extrem individuell und gut anpassen und einstellen. Immer noch natürlich koppelbar mit der Mission Control App auf dem Handy, wo ich die Daten alles zusammen auch einstellen, auslesen und so. Aber wichtig ist, was ich während dem Fahren mit wieder viel mehr sehe, noch drauf, was angezeigt wird, plus die Einstellung, die ich machen kann. Richtig spannende Sache. Und mit diesem System haben wir in Zukunft auch noch viel mehr Möglichkeiten, die dort noch dazukommen. Zum Velo selber näher. Hier in der S-Works-Version natürlich nur das Feinste vom Feinsten drauf. 170 mm Federweg vor und hinten, wirklich eben Enduro-Style. Perfekt einstellbar. Vor und hinten mit dem Factory-Element von der Fox. Das heisst, ich kann High Compression, Low Compression, Zug- und Druckstufen perfekt verstellen. Also, ja, super geniales Fahrwerk, das ich wirklich richtig ausreizen kann. Und sonst von den Komponenten wirklich nur das Beste, das Feinste drauf. Wir haben die ganze SRAM Eagle AXS-Geschichte drauf. Elektronisch geschaltet, ohne Kabel, mit 1x12 natürlich, mit einem 52er Ritzel oben. Ich habe auch elektronisch absenkbare Sattelstützen von der Rockshox, vom Lenker aus, auch wieder da, ohne Kabel. Vorteil, dass ich zwei Akkel habe, ich sogar miteinander tauschen kann. Ich habe Carbon-Laufrädli, Carbon-Lenker, für was ich wirklich sehr ein leichtes Gewicht herüberkomme. Ich bin knapp über 18 Kilo mit so einem Velo, was auch dort ja, für bergauf nicht zu viel Gewicht dran hängt. Dazu natürlich passende Reifen, die die Fahrperformance bergauf und bergab vor allem sehr stark vorheben und sehr viel Fahrspass und Fahrsicherheit bietet. Wie gesagt, das Velo
ganz, ganz neu und etwas vom Coolsten, das in letzter Zeit aus meiner Sicht ist gekommen. Es gibt hier verschiedene Varianten. Wir haben nur das Sessel jetzt hier bereits als erstes bekommen, wird aber auch noch ein Expert-Modell davon geben, wo ich einfach andere Komponenten drauf habe. Motor, Elektronik ist gleich. Und für die, die ihr jetzt noch selber zusammenstellen wollt, gibt es vom S4 so ein Frameset, das ihr bei uns individuell aufbauen und zusammenstellen könnt. Gut, wichtig ist, das Velo müsst ihr live sehen. Kommt bei uns in den Läden vorbei, könnt ihr drauf hocken, könnt spüren, wie das funktioniert. Und die werden begeistert sein. Gut, wenn euch das Film gefallen hat, Daumen gegen oben. Und ja, tut den Bikebox-Kanal bei uns auf YouTube abonnieren. So seid ihr immer auf dem Laufenden. Und wir sehen uns so wieder. Gut, merci. Tschüss zusammen.